Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Chrissy sitzt hier noch an ihrem Profi-Spielturnier, solltet aber dann damit bald fertig werden, weil hier muss was repariert werden und muss aufgewischt werden. Die anderen Kollegen liegen alle noch im Bett, während Chrissy einen schönen Computerspielen-Nachmittag hat. Hier die beiden Audios und da der gute Herbie, der langsam mal so ein bisschen Sport machen dürfte. Wie sieht's bei dir aus? Naja, musste erstmal etwas den Kühlschrank aufbereiten mit neuen Sachen. Die lieben Kinder sind richtig gut drauf. Wow, also ich bin begeistert. Na, er wird auch nicht mehr lange schlafen, er auch nicht. Gut, es gibt Neuigkeiten bei The Sims 4 und zwar gibt es ab sofort die Pools. Endlich haben sie es geschafft, den Pool hier einzupatchen. Und den baue ich jetzt direkt natürlich ein. Pools, genau, Pools werden zu dem Spiel hinzugefügt. Baue schnell und einen tollen Pool für deine Sims, damit sie frische Luft und die Sonne genießen können. Das werden wir tun. Der Baum muss weg. Der kommt mal kurz hier hin. Ah, überschneidet sich. Da geht er nicht hin. Doch, da geht er hin. Gut, dann wollen wir jetzt, gehen wir jetzt aufs Pool-Tool. So, viereckiger Pool, diagonal, viereckiger Pool, dreieckiger Pool. Wir nehmen das in einen normalen Pool. Den bauen wir uns hier hin. So in der Art. Oder vielleicht so. So soll der Pool sein. Bup, wir haben einen Pool. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch. Es gibt hier Interessantes. Bodenklebebild Schildi. Es gibt Aqua Glühpoollampe. Und es gibt klassische Musiksteinfolienklebefolie. Oh, wir haben schon das ganze Geld ausgegeben. Okay, dann gibt es halt nur Leiter. Gibt es keine? Das ist schade. Es gibt, was ist das? Unterirdisch unterlassen. Es gibt leider kein Sprungbrett. Das ist schade. Also das Sprungbrett hätte ich jetzt schon erwartet. Das ist doch das Standardding. Ja, vielleicht wird es dann irgendwann anders reingepatcht. Ich schaue noch mal kurz, ob es hier noch was Neues gibt. Nein, es gibt sonst nichts Neues. Aber wir haben ein Puhu. Endlich haben wir einen Pool. Ich habe sehr lange drauf gewartet. Da ist das Ding. Jetzt haben wir noch 5 Simoleons. Super. Gut, dann sollten die Leute mal arbeiten gehen, beziehungsweise Chrissy sollte mal ihr Spielturnier gewinnen. Ja, mein Pool, ich bin glücklich. Endlich. Liste der Wunschträume sehe ich als halbiert an. So, jetzt beschleunigen wir das Ganze hier mal. Dass Chrissy hier das Ding fertig kriegt. Lalalala. Er ist fast fertig mit Schlafen. Er auch. Was machen wir mit den beiden denn noch? Hausaufgabentechnisch sind die eigentlich ganz gut drauf. Ja. Ja, da schauen wir nochmal, was wir mit denen anstellen können. Ah, er könnte mal hier ein bisschen graben und da auch. Hallo. Und der Kollege, was machen wir? Was stellen wir mit dir an? Oh, er ist wach. Was stellen wir jetzt mit dir an? Hier, die Leistungen sind super. Vorlesen lassen möchte er sich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und was haben wir hier? Wir könnten nochmal so die Sozialfähigkeit ein bisschen erhöhen. Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Möchte sich vorlesen lassen. Oh, und wir haben zweimal eine Kapsel bekommen, wenn ich das richtig sehe. 2 Kapseln. Öffnen und öffnen. Los, öffne sie. Kleiner Audio. Da ist es. Chaz McFreely. Okay, da schauen wir dann mal nach, ob wir sie schon haben. Was stellen wir jetzt mit dir an? Was möchtest du noch tun? Du möchtest gerne einen Spielturm spielen, wenn verspielt. Oh, wir haben den dritten Platz gewonnen. Sehr schön. Okay, Spielturm spielen, wenn verspielt. Wie kriege ich dich jetzt verspielt? Spielturm kann gekauft werden. Ja, gut. Verspielte Audio. Verspielte Audio. Computerspielen vielleicht. Das könnte funktionieren. Spiel spielen. Spiel doch mal Blickblock. Vielleicht macht dich das verspielt. So, du hast immer noch nichts zu tun. Das ist ganz schön. Er möchte sich vorlesen. Ah, die müssen noch gleich in die Schule. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das hatte ich wieder ganz was anderes. Oh, was ist hier? Spaß, Blase. Spaßtechnisch könntest du dich kurz mal vor ein bisschen. Nee, daddel mal ein bisschen damit rum. Spiel spielen, die Zuflucht. Einfach mal da ein bisschen spielen. So, wo ist Christine jetzt schon wieder hin? Christine, was tust du? Wo bist du? Ach, die wischt da auch noch auf. Da ist auch noch was aufzuwischen. Okay, und dann können wir doch gleich mal in unseren Pool steigen. Wieso kann sie nicht in den Pool steigen? Hallo? Hier hingehen? Nein. Kann sie nicht in den Pool? Jetzt habe ich den Pool und kann da nicht rein. Soll das ein Witz sein? Blase. Gut, verwenden.
Danach Sozialfähigkeit. Ach, wenn Harry nur wach wäre, dann könnten wir ihre Sozialfähigkeit ein bisschen verbessern. So müssen wir uns in der Freundin suchen. Wen haben wir denn noch, mit dem wir uns unterhalten, den wir hier. Okay, sie hat gerade keine richtigen Freunde. Eliza könnten wir doch mal. Lad doch. Nee, du nicht. Du nicht. Sie soll bitte. Freundetechnisch hat sie gerade keine richtigen Freunde. Das ist tragisch. Jonas, Julia, wir haben hier eine ganze Menge Leute, die wir schon ganz gut kennen. Caroline, die lad die doch mal ein, hier abzuhängen. Das macht doch mal. So, hier wird gespielt. Audio ist gerade konzentriert. Okay, das wollte ich eigentlich erreichen. Ich wollte eigentlich was Spiel erreichen. Caroline ist gerade beschäftigt. Mist. Keiner will mit uns spielen. Das ist ganz schlecht. Okay. Wir könnten. Die Kinder müssen jetzt eh zur Arbeit. Zur Schule, meine ich natürlich. Hör auf damit. Hör auf damit. Dann darf Chrissy ein bisschen chatten oder sowas. Schreiben. Weiterschreiben. Peter Dachs? Nein. Was können wir hier noch schreiben? Bestellung, mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Kontakte knüpfen. Chatten. Chattet doch mal eine Runde. Vielleicht hilft das ja. So, die beiden Kinder sind in der Schule. Wieso kann ich denn hier nicht in den Pool? Jetzt habe ich einen Pool und kann da nicht rein. Soll das ein Witz sein? Ach, hier hinschwimmen. Runden schwimmen. Herbie darf nachher mal eine Runde schwimmen. Heilige Mutter Gottes. So. Wie lange willst du noch schlafen, guter Herbie? Herbie ist gleich fertig mit Schlafen. Na los, Herbie, komm. Komm, komm. Sehr gut. So, Chrissy ist konzentriert. Ihre Sozialfähigkeit steigt. Super. So, und wir haben einen Pool. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir haben einen Pool. Ich habe einen Pool. Wir haben einen Pool. So, Chrissy. Wir machen es anders. Sprich mal mit deinem Mann. Zuneigung ausdrücken und Komplimente über Aussehen machen. Gemeinsam ein Foto machen. Das kannst du alles mal tun. Während hier. Na komm, das geht ein bisschen schneller als hier am PC zu chatten. Das denke ich, wird schneller gehen. So, jetzt wird hier repariert. Kann sie kann nebenbei reden. Sehr, sehr schön. Oh, sie ist glücklich. Das freut mich, dass sie glücklich ist. Genau, setz dich hin, rede mit deinem Mann. Was hältst du davon? Was will sie hier gerade mit Herbert Edgar plaudern? Ja? Wieso tust du es dann nicht, wenn du es gerne möchtest? Hallo? Tantiemenbericht, wir haben neue Sachen bekommen. Okay, Herbie, wie lange dauert das dann noch? Lockere Unterhaltung jetzt wieder oder nicht? Nee, das ist irgendwie keine lockere Unterhaltung. Es klappt irgendwie nicht. Herbie, kommst du? So. Den Auffrischer lassen wir mal sein. Jetzt reden wir erstmal ein bisschen hier. Das muss hier nochmal ein bisschen. Unglaubliche Geschichte erzählen. Wir können nochmal sanft küssen. Definitiv Händchen halten. Oh, definitiv Witze über Aliens erzählen. Mehr Auswahl. Romantik knuddeln. Muskeln zeigen. Du hast keine Muskeln. Also, das ist. Nee, nee. Mehr Auswahl. Romantik. Was können wir hier noch machen? Techtelmechtel, sanft küssen, schlüpfrige Frage stellen. Uiuiui. Baby machen wollen wir gerade nicht. Mit Videospiel können wir ewige Liebe erklären. Ist super. Ewige Liebe erklären ist perfekt. Ja, knuddel, knuddel, knuddel. So. Ihre Sozialfähigkeit steigt und steigt und steigt. Jetzt rennt er weg. Jetzt geht er schwimmen, oder wie? Oh, Audio ist in der Schule und Audio ist wütend. Schlecht. So, ihr geht's wieder gut. Ihr geht's wieder super. Jetzt können wir doch mal. Sie muss heute nicht arbeiten. Gartenfähigkeit, Pflanze abernten. Dann würde ich doch sagen: Oh, die Kuhpflanze. Hey, kleine Kuhpflanze, wie geht's dir? Du süße kleine Kuhpflanze. Dann düngen wir sie doch mal mit einem Gänseblümchen. Was können wir hier noch machen? Alles ernten. Hier kann man gerade nichts tun. Gibt es hier was zu aufwerten, zu ernten? Ernten haben wir schon. Mikroskopproben könnten wir noch mal sammeln. So, jetzt ist die kleine Kuhpflanze. Hey du. Diese galaktische Schönheit ist ausgezeichnet als Nahrungsquelle zum Knuddeln und für lebenslange Freundschaften geeignet.
Zieh die Nachbarschaft auf dich, denk nur daran, sie zu füttern. Ja, das werden wir tun. Ist die kleine Kuhpflanze nicht süß? Ich finde die unglaublich süß. So, Herbie schwimmt hier ein paar Runden in unserem neuen Pool. Wir haben einen Pool. Ich finde es cool. Ich finde unseren Pool cool. Das hört sich scheiße an. Egal, ich finde es trotzdem gut. So, können wir hier noch, da ist noch was zum Weiterentwickeln. So, Mikroskopproben können wir auch noch sagen. Haben wir noch irgendwas im Inventar eigentlich? Oh Gott, ja, viel, viel ist hier im Inventar. Also was mir fehlt, sind die Brombeeren, die haben wir natürlich nicht letztes Mal vergessen irgendwo. So, aber es gibt gerade nichts zu jäten und so weiter. Nee, da ist alles gut. Sup und Upgrade. Sehr schön. Hier können wir mal mit Pflanze sprechen. Ist auch mal nicht schlecht. Aber abgeerntet haben wir jetzt nichts Neues. Ne? 19. Ah, okay. Noch eine Pflanze zum Ernten. Oh, da müssen wir noch mal kurz jäten. Haben wir jetzt im Inventar? Jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Also, nehmen wir mal das Kühlschrank-Inventar. Wir öffnen hier mal. Gehen dann mal wieder zurück, damit wir auch noch sehen, wie die beiden hier lustig Spaß haben. So, wir haben hier noch einen Pflanzenmikroskopträger. Da darfst du doch nachher mal so ein bisschen Pflanzenproben analysieren. Dann Pilze brauchen wir nicht, können wir verkaufen. Hier, verkauft die mal. Erdbeeren. Wir haben doch keine Erdbeeren mehr. Oh, die Erdbeeren kommen doch mal hier rein. Wupp. Doch, da sind die Erdbeeren gewesen. Ah, ich Idiot. Gut, Basilikum haben wir aber auf jeden Fall. Ja, weg damit. Karottchen ebenfalls. Weg damit. Das gibt alles wieder schön Geld. Spinat. Spinat können wir auch gebrauchen. So, Äpfel können wir auch gebrauchen. Sehr schön. Wupp. Sehr gut. So, Herbie schwimmt in seinem neuen Pool. Er ist glücklich, weil er einen Pool hat. Er ist selbstsicher, möchte gerne Getränke im Club trinken. Entspannung im Wasser. Oh yeah. Sehr, sehr cool. Gut, er muss jetzt aber links und trinken mal auf Toilette und er hat Hunger. Gut, was möchte er denn jetzt noch tun? Er möchte gerne 5 Freunde haben, hat heute noch nicht gekocht. Dann würde ich das sagen, erstmal darfst du auf Toilette gehen. So, oh, erstmal darfst du hier säubern. Und danach wie ein Champion pieseln. Sehr, sehr schön. Danach kochen wir doch mal wieder was Feines. Was können wir hier noch mal kochen? Irgendwas hier ganz unten. Ein Thunfischauflauf. Sehr schön. Das ist super. Wie sieht es eigentlich bei deinen Fähigkeiten aus in Sachen Kochen? Kochen Level 10. Cool. So soll das sein. Ah, das ist jetzt also sein Schwimmoutfit. Jetzt muss ich mal gucken, ob es da nicht noch mehr Schwimmoutfits gibt, die ich mir denn holen kann. Oh, ein neues Sammelbild für Chrissy. Was ist das denn Feines? Was haben wir Schönes gekriegt? Schwimmerei in Blau, das haben wir doch schon. Komm, Mikroskopier nochmal. Gibt es hier von Pflanzenproben nur die Schwimmerei in Blau? 95. Upp, weg damit. Das wäre schade, wenn es den nur davon gibt. So. Herbie, wie geht's dir? Herbie geht's super, er hat die Klitte sauber. Jetzt kann er erst die Klitte benutzen. Sehr gut. Hat Herbie noch irgendwas im Inventar, was noch hier nicht hingehört? Glockenblumen haben. Oh, haben wir Glockenblumen schon mal gepflanzt? Irgendwo? Erdbeerstrauch. Ah, wir sehen jetzt hier auch eine neue Anzeige, wie es aussieht. Die wurde anscheinend auch reingepatcht. Diese Blume, doch, die sieht neu aus. Man sieht nämlich, oder? Die sieht doch relativ neu aus. Okay. Wir haben was Neues hier, oder? Ne, diesmal ist nichts rausgekommen. Dann haben wir noch eine Pflanzenprobe, die auch analysiert werden darf. Her damit. Oh, Chrissy hat Hunger. Gut, dass Herbie gerade kocht. Oh, wir haben noch was vergessen. Was ist das? Petersilie. Ah, da haben wir auch genug von. Komm, gib mir die Petersilie. Verkaufen. Ja. Weg damit. Gut. Chrissy, was stellen wir mit dir noch an, wenn du fertig bist? Abgesehen davon, dass du was zu essen kriegst. Ah, während Herbie hier noch kocht. Was stellen wir mit dir noch an? Oh, sorgfältige Forscher haben Chrissy spekuläre Sammelbild ihrer Deckung im Inventar abgelegt. Wir haben ein neues Sammelbild. Und es ist, oh, es ist was Neues. Makelbehaftete Blüte. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo packe ich die hin? Die Wände machen wir hoch. Da wäre noch Platz. Hier, wow, ist das riesig. Cooles Bild. Sehr cool. Das finde ich geil.
Das Bild ist hier mal richtig geil. Sehr cool. Oh, die Kinder sind zu Hause. Wie lange schon? Gerade eben erst. Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Okay. Erstmal braucht Chrissy was zu tun. Wie weit ist Happy mit dem Kochen? Ah, das Essen ist fertig. Dann würde ich sagen, nimm dir mal ein Gericht. Genauso wie sich Happy selbst auch ein Gericht nehmen darf. Schwupp. So, Wände packen wir mal wieder auf die Teilansicht. Hier die Kinder. Wie geht's euch? Er möchte gerne duschen. Dann würde ich sagen, schnapp dir eine Dusche. Hier. Ihm geht's super. Dann darf er erstmal Hausaufgaben machen. Und ich muss mal gucken, schwupp, ob hier oben ich denn die passenden Figuren schon habe. Wir hätten hier zum Beispiel Chaz McFreely. Der ist Chaz McFreely. Haben wir schon. Kann weg. Weg damit. Hier haben wir Yuki. Yuki haben wir aber auch schon, wenn ich es richtig habe. Wände hoch. Yuki hat einen lila Sockel. Die ist hier zu finden. Schwupp. Weg damit. Gut. Dann mal wieder eine Etage runter. Was ist hier los? Wieso steht Audio hier in der Tür? Wieso steckt er da fest? Was ist da los? Audio? Ach, ja, das war ein Bug. Ein ziemlich komischer Bug. Na gut. Irgendwie ruckelt das hier gerade so ein bisschen, habe ich das komische Gefühl. Ich hoffe mal, dass die Frames nicht einbrechen. Das wäre sehr schade. So, die Familie ist beim Essen, beziehungsweise hier gibt es leckeres. Ja, hier gibt es aber leckeres Essen. Hausaufgaben sind schon fertig, das ging ja jetzt schnell. Gut, dann würde ich aber sagen, machst du deine Zusatzaufgaben nochmal kurz. Hier, Zusatzaufgaben machen ist wichtig. So, Herbie, was tust du jetzt noch? Du bräuchtest noch mehr Freunde. Freundschaftstechnisch ist der gute, wen hatten wir hier? Eliza, Max, ruf doch nochmal die Eliza an. Wieso kannst du sie nicht mehr. Oh, Eliza ist bereits in der Nähe. Wo ist sie? Da, Eliza? Hey, Eliza Pancakes! Über Kochen reden. Da ist sie ja. Hey du, kommst aber so zu. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Nein, du hast schon eine Freundin. Hör auf damit. So, was können wir noch machen hier Lustiges? Romantik lassen wir sein. Wir haben schon eine Hey. Freundin. Kennenlernen können wir sie nochmal. Mehr Auswahl. Freundlich. Nach Tag fragen. Alles sowas können wir hier gut machen. So, Audio ist gerade immer noch ein bisschen. Wieso ist Audio schlecht drauf? Er ist unwohl. Warum? Was ist los mit dir? Oh, schlechte Umgebung. Ach, dann wisch hier doch mal auf. Was hältst du davon? Einfach mal aufwischen, dann ist das schon wieder weg. Oder habe ich das? Habe ich irgendwas verpeilt, dass es hier unordentlich ist? Nee, da gibt es nichts zu tun, da gibt es nichts zu tun. Das ist doch alles schön hier. Also, so schlimm kann es aber jetzt wohl nicht sein. Schlechte Umgebung. Nee, 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 nee. Die Umgebung ist richtig schön. Also, jetzt tu nicht so. So, er möchte sich vorlesen lassen. Dann würde ich so sagen, darf Chrissy ihm mal etwas vorlesen. Aber wie machen wir das? Oh, was? Neue Erfindung beschreiben. Okay. Wie kann ich jetzt etwas vorlesen? Kann ich das hier über das Bücherregal machen? Etwas lesen? Vielfraß, Lutschi, Mixen, Pudding im Orbit, Sachbuch, Romantik, Kinder. Dann schnapp dir mal das Buch und dann gucken wir mal, ob wir ihm vorlesen können. Na, hör mal auf damit. So, die Geschichte hier läuft auch schon weiter. Hier wird fleißig erzählt, er ist glücklich. Hat wieder die Freundin wiedergefunden, sehr gut. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Tiefgründige Unterhaltung, oh ja, so soll es sein. So. Kann Chrissy jetzt ihrem Sohn hier vorlesen? Kind vorlesen. Ah, da geht's. Audio. Go. So soll's sein. Wir lesen jetzt unserem Kind vor, während Audio hier noch schlecht drauf ist. So, aber jetzt, Chrissy, hör mal auf damit und lies deinem Kind vor. So, Audio hat seine Aufgaben für heute erledigt. Sehr gut. Das waren die Zusatzaufgaben, dann räumen wir noch mal kurz auf. Und dann darfst auch du duschen. Einmal duschen, bitte. So, hier wird dem Kind vorgelesen.
Ja, Chrissy, liest du? Liest du? Gut, und dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oh, da kommt gerade jemand zu Besuch. Das ist die Teenagerin Andrea Nasturia, die Freundin von Audio, die kommt zu Besuch. Wir sehen uns dann, das Ganze sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei Let's Play The Sims 4. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.